Sie ist eine der beliebtesten Funktionen im Microsoft Excel, die Wenn-Funktion. Anhand eines Beispiels werde ich die Funktionsweise der Wenn-Funktion erklären. Und freue mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Die Wenn-Dann-Funktion in Excel ist einer der wichtigsten Hilfsmittel. Die Funktion kann allen möglichen Situationen zum Einsatz kommen. Egal, ob sie mit einem einfachen Mitgliederverzeichnis, einem Tabellenblatt zu Unternehmenskennzahlen oder statistische Auswertungen arbeiten. Die Wenn-Funktion wird allein oder in Kombination mit anderen Funktionen eine sehr große Hilfe sein. Kommen wir nun zur Funktionsweise. Wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt wird, dann wird ein entsprechender Wert ausgegeben. Die zweite Funktion ist, wenn diese Bedingung hingegen nicht erfüllt wird, dann wird ein alternativer Wert ausgegeben. Verdeutlichen wir uns diese Funktionsweise anhand eines Beispiels, welches ich hier vorbereitet habe. Zunächst sieht man drei Mitarbeiter. Diese erzielten unterschiedliche Umsätze für das Jahr 2020. Darüber hinaus besitzen diese drei Mitarbeiter auch ein Grundgehalt. Nun gibt es in dieser Firma die Regelung für einen Bonus, wenn ein Umsatz größer als 40.000 Euro erzielt wurde, dann werden 1.000 Euro als Bonus ausgeschüttet. Sehen wir uns das anhand des ersten Mitarbeiters Max Mustermann näher an. Dieser erzielte 60.000 Euro Umsatz und ist somit oder erfüllt somit die Bonusregelung von 40.000 Euro und erhält somit 1.000 Euro als Bonus. Wie kann ich das nun mit der Wenn-Funktion ermitteln? Schritt 1. Ich gebe ein ist gleich. Anschließend tippe ich Wenn. Öffne mit einer Klammer die Funktion und befinde mich nun im ersten Abschnitt bzw. bei der ersten Bedingung. Hier möchte ich überprüfen, ob der Umsatz größer als 40.000 Euro und schließe diese Bedingung mit einem Semikolon. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann erhält dieser Mitarbeiter 1.000 Euro. Ich schließe den zweiten Abschnitt wiederum mit einem Semikolon und befinde mich nun in jenem Abschnitt, wenn diese Funktion nicht erfüllt ist. In diesem Fall 0 Euro. Ich beende die Funktion mit einer Klammer und bestätige mit OK. Wie man sieht, ist die Bedingung erfüllt und der Mitarbeiter erhält 1.000 Euro als Bonus. Bei dem nächsten Mitarbeiter, bei der Frau Schweizer, diese erzielte 20.000 Euro und befindet sich somit unter den 40.000 Euro und würde keinen Bonus erhalten. Wenn wir diese Funktion nun für die restlichen Mitarbeiter fortsetzen, sehen wir, dass diese Funktion, die Wenn-Funktion, richtigerweise 0 Euro ausgibt. Hingegen bei dem
Jean Dupont, welcher 80.000 Euro erzielt hat und somit über den 40.000 Euro sich befindet, erhält wiederum einen Bonus. Wie man sieht, kann man somit durch die Wenn-Funktion sehr gut komplexe Anwendungsfälle lösen. Wenn ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.